Ein sportliches Willkommen bei Konica, dem Schweizer Experten für innovative Sportböden mit über 40 Jahren Erfahrung schon unterwegs. Und wir sind hier am Konica-Stand auf der FSB in Köln und widmen uns heute dem Fokusthema Laufbahnen in Stadien. Dafür habe ich von Konica den CEO da, Christian Meyer-Henschel. Willkommen, ein sportliches Willkommen hier bei uns. Und wenn man bei Konica genau hinschaut, auch auf der Website und sich so die Philosophie jetzt anschaut, dann geht es darum, dass die Grundlage des Erfolges auch darauf beruht, dass man ganz eng mit Sportlern zusammenarbeitet. Und folgerichtig, ich freue mich sehr drüber, haben wir zwei Sportler hier bei uns. Silvia Schulz vom TSV Bayer 04 Leverkusen ist da und wir haben Enrico Günther da. Da sind es zwei Vereine, und zwar der Leichtathletikclub Schaffhausen und der TV Engen, weil eine doppelte Staatsbürgerschaft, die deutsche und die der Schweiz. Und das trifft auch zu mit der doppelten Staatsbürgerschaft auf Silvia Schulz, Namibia und Deutschland. Super spannend. Bei Silvia ist es die 400 Meter Hürden, wo sie unterwegs ist. Persönliche Bestleistung, auch die sollten wir mal präsentieren, sind da 58,02. Erfolge jetzt zuletzt fünfte der deutschen Meisterschaften 2019 und dazu auch U20-WM-Halbfinalistin 2018. Das gebe ich gerne nochmal in Richtung des Publikums. Und deutsche U20-Meisterin ebenfalls im Jahr 2018. Auch nochmal Fokus auf die Bestweite jetzt hier bei Enrico Günther. Er ist besonders fokussiert auf den Weitsprung. Da sind 7,65 Meter aufgestellt in 2019. Er ist in 2019 deutscher und Schweizer U23-Meister geworden und auch Teilnehmer bei der U23-Europameisterschaft. Dann haben wir schon mal geklärt, was so die Grundlage ist. Und ich habe vom Fokus auf die Sportböden gesprochen. Macht auch Sinn auf der FSB, lieber Christian. Aber das ist ja ein weites Feld bei Konica. Wo kann der allgemeine Zuschauer schon mal in Berührung gekommen sein mit Konica? Ja, bei allen Dingen, die mit Sport zu tun haben, angefangen bei Kleinen vom Spielplatz. Auch das ist eine Form von frühem Sport. Über den Schulsport, sämtliche Formen der Anwendung, sei es in der Halle, sei es draußen, sei es Basketballfelder, also die sogenannten Multipurpose-Felder, bis hin natürlich zum Wettkampfsport oder zu internationalen athletischen Wettkämpfen, die in vielen Fällen auf Hochleistungs-Konica-Bahnen stattfinden. Das heißt, man macht Sport und weiß dabei gar nicht, dass man auf Konica unterwegs ist. Jetzt gibt es aber die ersten Berührungspunkte, in denen wir auch drüber sprechen und das einfach nochmal deutlicher machen. Warum, wenn wir jetzt hier auch durch die Kamera im Hintergrund den Messestand sehen, warum die Gestaltung in diesem Look einer Alpenhütte bei Konica? Wir haben das Thema aufgegriffen, together to the summit, zusammen zum Gipfel. Die Idee ist, wenn man hier auf den Messestand kommt, man ist auf einmal auf 1600 Meter Höhe in einer Alphütte, und das ist die Story. Wir sind ein Schweizer Unternehmen, die wir natürlich ein Stück weit von zu Hause mitgenommen haben. Und hier stärken wir uns, hier rüsten wir uns aus und hier ziehen unsere Konica Guides gemeinsam mit unseren Kunden auf neue, manchmal auch unbekannte Höhen, kleinere, größere Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden entdecken und realisieren möchten. Und dabei möchten wir der zuverlässige und professionelle Guide sein und dafür sorgen, dass der Kunde gesund hochkommt und auch gesund wieder runterkommt und auch gerne wieder auf die nächste Tour gemeinsam mit uns geht. Schön, dass du das mit den Kunden ansprichst. So ein bisschen im übertragenen Sinne sind ja dann auch nachher die Sportlerinnen und Sportler Kunden, die nutzen den Boden. Warum ist euch jetzt genau diese Zusammenarbeit mit den Sportlern so extrem wichtig? Naja, wir können ja einen Boden entwickeln. Wenn aber die Silvia oder Enrico sagen, der ist viel zu hart oder auf dem kann ich nicht laufen oder der ist ja dramatisch, auf dem kriege ich meine Leistung nicht auf dem Boden, dann haben wir nichts davon. Ja, wir sind ein Hidden Champion. Wir sind in vielen Stadien, in vielen Laufbahnen und sonstigen Flächen dieser Welt zu Hause. Aber wir sind oftmals nicht bekannt. Aber wir möchten natürlich, egal ob bekannt oder nicht, sicherstellen, dass diejenigen, die sich darauf bewegen, das bestmöglich, möglichst sicher und möglichst performant tun können. Und dafür tun wir alles und dafür brauchen wir das Feedback. Das ist eine angenehme sportliche Überleitung zu unseren beiden Hochleistungssportlern, zu den beiden Leichtathleten hier bei uns. Silvi, mal zunächst die Frage an dich. Was ist für dich so die Faszination der Leichtathletik und auch im Besonderen nochmal deiner Disziplin, der 400 Meter Hürden?
Naja, also ich finde, das ist einfach eine ganz besondere Sportart. Dadurch, dass auch nicht so viel Geld in der Sportart liegt, machen wir das einfach aus Leidenschaft. Und ich laufe einfach super gerne. Und die Freundschaften, die man schließt und die Leute, die man kennenlernt, finde ich einfach toll. Ihr habt euch auch über den Sport kennengelernt. Nochmal die Überleitung zu Enrico. Lieber Enrico, was macht für dich deinen Sport, bei dir jetzt gerade der Fokus auf den Weitsprung, was macht es für dich aus? Also für mich ist die Leichtathletik oder der Weitsprung macht es eigentlich aus. Ich messe mich immer an mir selber und ich möchte immer mein altes Ich schlagen. Ich möchte immer besser werden, bis ich im Endeffekt ein Limit erreiche. Und am Ende meiner Karriere will ich sagen können, so, das war das Maximale, was du aus deinem Körper rausholen konntest. Boah, da guckt er jetzt schon zum Gipfel sozusagen, ja, auch ein spannender Aspekt. Bevor wir zu dem Gipfel kommen, durchaus auch mal auf die Anfänge nochmal zurückkommend. Ich gucke gerade in die Augen von Silvi und weiß auch aus einem vorherigen Austausch, deine erste Bahn ist eine ganz spannende Bahn, auf der du unterwegs bist. Und da kommen wir wieder zu deinen Wurzeln, zu Namibia. Nimm uns mal mit in den Moment rein, als du das erste Mal auf einer Laufbahn unterwegs warst. Tja, das erste Mal, als ich dann mit der Hürden gelaufen bin, das war noch in Namibia und das war auf einer Sandbahn. Also kannte ich die Konica Tracks noch gar nicht. Und dann hatte ich das Glück, 2015 nach Deutschland zu kommen, auch hierher zu ziehen und dann endlich auf einem richtigen Track zu laufen. Danke schon mal fürs damit reinnehmen und dann direkt anschließend die sportliche Frage, wie kann dich entsprechend ein guter Track bei deiner Leistung unterstützen? Naja, vor allen Dingen bei mir, also bei 400 Meter Hürden, wir haben halt 10 Hürden, die uns im Weg stehen und wir müssen auch jedes Mal abspringen und über die Hürde laufen quasi. Und ob der Track jetzt hart oder weich ist oder was für eine Federung der hat, das spielt halt alles eine mega große Rolle. Okay, also das ist genau das, wo ihr dann gut zuhört bei Konica. Und ich nehme gerne nochmal sportlich Enrico mit rein. Was macht für dich generell eine gute Laufbahn, ein guter Track aus, auch in deinem Sport? Für mich generell ist es am allerwichtigsten, dass ich eigentlich merke, dass mir der Track was zurückgibt. Also wenn ich meine Anlaufschritte setze, dass ich merke, mit jedem Schritt komme ich nicht nur durch mich selber nach vorne, sondern ich schwebe sozusagen über den Track bis dann zum Absprung. Ich habe den Eindruck, wenn wir über Zusammenarbeit sprechen, lieber Christian, du hörst so gespannt zu. Das ist das, was ihr aufnehmt, was ihr tagtäglich dann auch mit in die Entwicklung wieder übernehmt. Das ist unser Business. Es geht darum, dass Silvia und Enrico mit weniger Kraftaufwand, und Enrico hat es eben so schön gesagt, fliegen. Ja, mit weniger Kraftaufwand, sowohl in der Startphase als auch natürlich in der gesamten Laufphase, die Möglichkeit hat, seine persönliche Performance zu steigern und weiterzuentwickeln. Und das ist unsere Aufgabe, das Ganze in unsere Technologien, unser Material, unsere Systeme umzusetzen. Mir fällt da gerade ein, wir könnten gerade mal über die sogenannte Crème de la Crème jetzt unter den Laufbahnen sprechen. Es gibt da einen neuen Boden, Konipur V-Max. Was ist da schon alles mit angewandt, wenn du jetzt hier zugehört hast? Was wird da schon umgesetzt? Konica V-Max ist ein schönes Beispiel genau dafür. Der Kraftaufwand, den der Athlet aufbringen muss, um dieselbe Leistung wie bei vergleichbaren Böden zu erbringen, ist 10% geringer. Das heißt, er kann 10% mehr Leistung auf die Piste, auf seine Performance bringen. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenasset, um größere Erfolge letztendlich zu realisieren. Und wenn wir über Kraftaufwand sprechen, ist bei euch ja auch relevant. Die Sportlerkarriere besteht aus dem Wettkampf, aber auch aus ganz viel Trainingszeit, die viel Kraft benötigt. Wie ist es bei dir, Silvi, zum Beispiel aktuell? Wie viele Trainingseinheiten sind das in der Woche, wo du dann im besten Fall auch Kraft sparen kannst, wenn du auf dem richtigen Boden unterwegs bist? Naja, wir trainieren 7 bis 9 Mal die Woche. Und bei mir zu Hause, also in Leverkusen, da haben wir sogar einen Konica Track. Also in der Halle, deswegen passt es auch perfekt, ja. Wie ist es bei dir? Was sind im Moment die Einheiten pro Woche? Eigentlich 1:1 dasselbe, auch 7 bis 9 Mal. Halt je nach Wettkampfphase oder Trainingsphase. Und auch wir in Schaffhausen haben das Glück, zum Konica Track zu haben. Passt sehr gut, wunderbar. Also wir merken hier schon den sportlichen Austausch untereinander. Und auch bei euch beiden ja spannender Aspekt. Ihr seid beide in Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2020 in Paris. Da sollte ja auch schon früh genug dran gedacht werden und genau da seid ihr gerade im Bilde. Jetzt hole ich gerne nochmal den CEO hier mit rein. Wenn wir über die Zusammenarbeit mit den Sportlern sprechen, ist das ein Aspekt.
da die Impulse aufzunehmen. Und darüber hinaus ist aber ja auch wichtig, den Fokus zu haben auf die Kunden, auf Städte, auf Länder, auf Stadien. Wenn wir da jetzt mal über Kornipur VMAX nochmal sprechen, was liefert dieser Boden in die Richtung für Argumente? Also zum einen, wenn ich Kornipur VMAX installiere, habe ich eine gute Garantie, neue Rekorde, neue Erfolge in meinem Stadion auf meiner Anlage zu bekommen, was natürlich für mich als Betreiber ein riesen Asset ist in Form der Meinungsbildung, in Form des Images. Zum Zweiten ist der VMAX ein Zweileitungssystem. Das heißt, der Riesenvorteil für den Verarbeiter, derjenige, der das Produkt verarbeitet ist, er lässt sich schneller verarbeiten. Er ist einfacher zu verarbeiten und damit natürlich ist die Anlage schneller bereit und ich kann früher dort Wettkämpfe zum Beispiel durchführen. Das zieht sich irgendwie so durch mit dem Thema auch der Schnelligkeit, ne? Und kraftsparend auch da unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt mal die Bereiche Training und Wettkampf bei euch anschauen, was wünschst du dir da jeweils für einen Boden? Wenn wir aufs Training schauen, was sind da die wichtigen Komponenten? Naja, beim Training ist es wichtig, dass der Boden nicht zu hart ist, dass man nicht Knochenhautprobleme bekommt und so. Und dann im Training wiederum, im Wettkampf wiederum, dass es einfach perfekt läuft. Also für den einen Startschuss, dass die Bahn perfekt ist, dass die Härte. Es gibt verschiedene Athleten, die verschiedene Bahnen mögen, aber ich mag es dann eher, wenn die Bahn hart ist, dass man gut abtreten kann, gut laufen kann. Ja. Was sind deine Vorlieben bei der jeweiligen Bahn, also für Training und für Wettkampf, Enrico? Ja, es ist natürlich eben, desto weicher eigentlich der Track ist, desto habe ich eher für mich das Gefühl, kann ich weniger Leistung abrufen, weil ich wie so ein bisschen reinsinke. Mhm. Aber für mich desto schonender habe ich das Gefühl, weil auch beim Weitsprung ist das sind Schläge, die jedes Mal draufsetzen. Beim Wettkampf stören sie mich gar nicht, dann brauche ich das. Ich möchte das fühlen, dass der Boden hart ist, dass ich da richtig wegkomme. Aber in Trainingsphasen, wo wir uns ganz andere Sachen angucken, rein technische Sachen, da bist du eher froh, wenn du da 10, 12 Mal anlaufen musst, dass da ein bisschen schonender vorangeht und dass du merkst, okay, da werden meine Gelenke nicht zu sehr beansprucht. Okay. Danke für den Einblick. Ich sehe, Christian hört total aufmerksam zu und so verstehe ich auch diese Zusammenarbeit. Ne? Also, dass man einerseits mal eine Grundlage mit Böden liefert, die Erfahrungen aufnimmt und das dann wieder weiter umsetzt in der Entwicklung. Jetzt ist es bei Kornipur so, es gibt 5 unterschiedliche Laufbahnsysteme. Warum ist es überhaupt so, dass ihr die unterschiedlichen Systeme am Start habt? Herr Enrico hat es eben schon beschrieben, wenn ich einen Wettkampf habe oder einen internationalen Wettkampf habe, habe ich natürlich eine ganz andere Anforderung an die Bahn. Die muss natürlich genauso performant sein, die muss dem Athleten Sicherheit geben, die muss das Verletzungsrisiko minimieren. Wenn ich aber jetzt ein Trainingsszenario habe oder eine Trainingssituation wie die Kornipur M, auf der die Silvia trainiert in Leverkusen, die muss ein bisschen weicher sein, um natürlich auch dem Athleten die entsprechende Möglichkeit zu geben, gelenkschonend dort arbeiten und trainieren zu können. Und insofern haben wir diese 5 Systeme angefangen vom Schulsport bis hin zu olympischen Disziplinen, die genau sicherstellen, dass in der jeweiligen Anwendung der Athlet den richtigen Support vom Boden bekommt. Überhaupt finde ich es gerade spannend, dass wir über dieses Thema sprechen mit Sportlern, weil ich habe bisher den Eindruck, man setzt sich sehr viel damit auseinander, welche Dämpfung habe ich im Schuh, welches Outfit laufe ich jetzt, ne, um da vielleicht nochmal eine Millisekunde einzusparen. Und bisher so der Fokus auf den Boden ist da noch nicht so erkennbar, gerade vor dem Hintergrund, Silvi. Was bedeutet dir das, da jetzt mit Kornipur zusammenzuarbeiten und auch deine Eindrücke, deine Erfahrungen zu teilen können? Also ich finde das einfach super und phänomenal, dass sie auf uns zugekommen sind, weil ich meine, die Kraft kommt aus dem Boden. Ja. Die Kraft braucht auch Enrico aus dem Boden, wenn es dann zum Sprung geht. Was macht es mit dir? Was bedeutet es für dich da, mit Kornipur gemeinsam auf der Bahn unterwegs zu sein? Zuerst mal einfach auch dankbar, dass man sozusagen gehört wird. Man will mit uns zusammenarbeiten, das ist natürlich auch eine Wertschätzung. Außerdem ist es auch für uns Sportler enorm interessant, weil eben wie du vorher gesagt hast, man redet über den Schuh, man redet über das Outfit. Aber auch viele Sportler machen sich vielleicht nicht mal so viele Gedanken, wie viel das der Boden wirklich dann ausmachen kann. Und da bin ich natürlich auch gespannt, um dann vielleicht auch mal auf einem neuen Kornipur-Track dann zu laufen. Auch da, ich sehe immer wieder das Aufnehmen. Das ist ja auch so ein laufender Prozess, die Zusammenarbeit. Ne? Das mal sich anzuschauen, da gibt es ja kein festes Korsett, die und die Sachen werden zurückgemeldet oder brauchen wir, sondern dieses aktive Zuhören, mit dabei sein und dann wirklich viel miteinander kommunizieren. Ihr beide kommuniziert auch
untereinander, auch über den Sport, habe ich es eben gesagt, kennengelernt. Wo gab es schon die Berührungspunkte bei euch beiden? Also wir haben uns ursprünglich kennengelernt in einem Trainingslager in Griechenland und dann immer wieder Überschneidungen gehabt, dann Wettkämpfen, dann jetzt zuletzt über Konica wieder zusammengefunden, aber auch zum Beispiel an den deutschen Meisterschaften war Silvia auch da, sie leider verletzt war, aber hat dann auch gefällt für mich und also da kommt schon eine richtige Freundschaft dazu. Und Wettkämpfe wie Weltklasse Zürich zum Beispiel, wo Konica auch involviert war. Ja, wenn wir Konica gerade noch mal erwähnt haben, ist bei euch auch deutlich zu erkennen. Es gibt da sozusagen einen Werkstoff, auf den ihr besonders setzt. Das ist der Hochleistungskunststoff, wenn wir bei den Hochleistungssportlern sind. Polyurethan, um es richtig, ich habe mir das U noch mal groß markiert, finde ich da auch wichtig. Warum habt ihr den ganz besonders im Fokus und im Einsatz? Der Polyurethan ist ein Werkstoff, der uns in vielen Lebenslagen im täglichen Leben begegnet, angefangen im Auto bis hin im Schwamm, ja, mit dem wir die Spüle abwischen. Der Polyurethan hat aber je nachdem, wie man das Ganze anwendet, für uns den riesen Vorteil, dass es sehr, sehr flexible, aber leistungsfähige, langlebige Bahnen, dass wir daraus derartige Bahnen entwickeln können, daraus bauen können. Was natürlich auch für den Sportler den Vorteil hat, dass sie hochperformant sind und wir haben eben so ein bisschen über den Hidden Champion nach dem Schuh gesprochen, der nämlich unterhalb des Schuhs stattfindet, da wird genauso performant dran gearbeitet bei uns, auch mit dem Feedback, dass sich das kontinuierlich verbessert. Das Polyurethan hilft uns aber auch, dem Sportler körperliche Sicherheit zu geben. Also zum Beispiel das Thema Umknicken. Wir haben gerade eine Anfrage in der Vorphase, da geht es um den ersten Marathon-Track der Welt. 13% der Sportler verunglücken bei diesem Marathon-Event jedes Jahr. Und diese Zahl möchte man reduzieren dadurch, dass man einen professionelleren Boden findet und entwickelt gemeinsam mit uns, der genau das verhindert und dem Sportler gelenkschonend auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite ihm mehr Performance gibt und mehr Sicherheit, gesund auch im Ziel anzukommen. Auch das ist eine Mission von uns. Das wird jetzt auf der anderen Seite sehr wohlwollend von den Sportlern aufgenommen, diese Entwicklung. Und wenn wir gerade schon bei einem Projekt sind, was gerade in Vorarbeit ist oder in Vorgesprächen, können wir auch mal eingehen auf ein schon konkret umgesetztes Projekt. Ich habe da dieses grüne Bild im Kopf, das grünste Stadion der Welt. Da reisen wir jetzt nach Spanien, nach Madrid. Da ist Konica mit involviert. Was ist das für ein Projekt? Was habt ihr da umgesetzt? Ja, Madrid nennt sich die grüne Stadt Spaniens. Und die Idee war es, eine grüne Schneise durch die ganze Stadt zu ziehen. Und was liegt näher, als die Laufbahn auch grün zu machen? Und wir sind mit dem Polyurethan in der Lage, fast jede Farbe zu liefern. Und das haben wir natürlich getan. Vielen Dank für den Einblick. Also ich habe total Bock, jetzt auf den Track zu gehen und oder wenn es auch erstmal nur ein Spielplatz ist und da aktiv zu werden. Ich finde, das wird sehr, sehr deutlich, wenn man sich mit dir unterhält. Da kommt die Freude auch über dieses Produkt und über diese ganz besonderen Lösungen ja für Stadien und dann final für Sportler. Ihr peilt ja an, Bestleistungen zu erzielen und das funktioniert offensichtlich in dieser Kommunikation und in diesem Austausch. Wenn wir mal so einen Ausblick wagen, was wünschst du dir jetzt resultierend aus der Zusammenarbeit, wenn wir auch Richtung Gipfel schauen? Dass wir noch viele spannende Gipfel besteigen, aber auch neue Gipfel entdecken gemeinsam und dafür auch immer passende und innovative Lösungen finden, die den Athleten helfen, dort Höchstleistung zu bringen. Und Höchstleistungen dann hoffentlich auch bei der Europameisterschaft 2020, der Leichtathletik natürlich in Paris. Dafür alles Gute euch. Vielen Dank an Silvia Schulz und Enrico Güntert. Herzlichen Dank hier an den CEO von Konica, Christian Meyer-Henschel. Wir sind offensichtlich auf dem Konica-Stand. Das wird ganz deutlich hier mit diesem Alpen-Look. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit ganz viel Innovation, wie wir gerade gehört haben. Da ist viel Farbe im Spiel und da geht es um den Fokus auf den Athleten und die sportliche Zusammenarbeit.